Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Heute möchte ich dir eine ganz kleine süße Betonidee zeigen und wie einfach die man mit gekauften Schablonen machen kann, Formen, und zwar diesen süßen Mini-Hasen. Und wenn du es angemalt haben möchtest, stelle ich noch dazu, wie die größeren ganz einfach gestaltet werden, und das kann jeder, der auch nicht malen kann, weil es wirklich simpel und einfach ist. Und wie einfach das geht, das zeige ich dir jetzt. Hier möchte ich dir einmal den Unterschied zwischen einem richtig tollen Beton und einem schlechten zeigen. Das ist selber gemacht und dann habe ich extra mal schlechten Beton angerührt. Dieser hier ist nicht richtig gemischt. Da hat sich der Sand in der Form unten abgesetzt und dann bröselt das. Es war viel zu viel Wasser drinne. Und die Verbindung hat nicht gestimmt. Bei diesem hier, den ich mache, war anteilig genug Zement drinne, feiner Sand, Wasser, aber nicht zu viel, damit es richtig dickflüssig war. Und dann bekommt man in Formen solche tollen Figuren heraus, die wie gekauft aussehen. Und wie gesagt, ich habe extra mal einen schlechten Beton gemacht, der auch sehr schlecht vermischt war. Und dann kann man sich mal den Unterschied angucken, wie es nicht sein sollte und warum der Grund, das sandet dann auch, weil der Sand sich unten abgesetzt hat und es war nicht vermengt, weil einfach zu viel Wasser drin war und man hat auch nicht genug durchgerührt oder durchgeknetet. Das nochmal von mir dazu. So, wir kommen zu den Vorbereitungen. Ich nehme ganz gerne für meinen Beton so ein alter Eimer. Irgendein großes Plastikgefäß ist mir das Liebste. Und als Maß 1000 Milliliter Dosen, weil ich jetzt etwas mehr Beton mache. Ansonsten, wenn du nur kleine Formen gießen möchtest, dann nimm dir ein kleineres Maß, eine kleine Dose, ein kleines Glas, ein Becherchen. Und dann hast du auch die Grundsubstanz, die Maße für deinen Beton. Da brauchst du nicht auswiegen, weil Sand und Zement würde ich nicht auswiegen, wirklich nicht. So geht es einfacher. Also, erstmal jeweils ein Maß finden, was gleich groß ist wie jetzt die Dosen. Ein großes Gefäß. Dann noch normales Wasser, das habe ich hier in der Kanne drin. Und das ist ganz, ganz normaler Zement. Kostet 25 Kilo um die 3,50 €. Beim Sand ist es so, den hole ich gerade mal, der steht nämlich bei mir in einer Tonne unter meinem Tisch. Das ist Sandkastensand. Warum? Erstmal ist er sehr, sehr fein. Das gibt einen ganz tollen Beton. Er ist sehr hell. Da wird der Beton auch sehr schön. Ich kann es selber transportieren. Das ist ein 20 Kilo Sack. Oh, und er ist günstig. Was bezahle ich? Ich glaube 3 €. 2,49 € im Angebot oder 3 €. Und dann brauchen wir 3 Dosen Sand und eine Dose Zement. Ich mache es dann immer so, ich gebe schon mal 1, 2 Dosen rein, weil das muss wirklich gut gemischt werden. So, dann in die Mitte der Zement. Aufpassen. Ihr seht, es qualmt. Der Zementstaub geht nach oben und das ist wirklich sehr gefährlich für die Augen. Kinder wegschicken, wenn der erstmal angerührt ist, können auch mit Kinder damit arbeiten. Aber trotzdem würde ich auch für Kinder eine Schutzbrille nehmen, weil er spritzt immer mal was. Und das ist Zement, dann dürft ihr zu einem Augenarzt rennen. Nie ohne Handschuhe, Zement greift ganz schön die Hände an. Und nie ohne Aufsicht. Wie gesagt, ich bin für eine Schutzbrille. Jeder kann das selber entscheiden, aber ich finde es gefährlich, der Zementstaub. Wenn man das dann erstmal angerührt hat und es ist eine schöne Pampe oder hier ein Gießbeton, sieht das wieder anders aus, außer bei Kindern. Die knatschen mal gern, die spritzen mal gern und es muss nicht in die Augen kommen. Und so eine Schutzbrille kostet 2, 3 €. Und man macht ja noch viel mehr, da kann man sie auch anziehen. Und außerdem trainiert es die Kinder, wenn man solche Sachen macht, dass man sich auch ein bisschen schützt. So, dann vorsichtig komplett vermengen. Es ist immer gut, wenn der Sand trocken ist. Wenn er nass ist, mache ich ein altes Betttuch, Handtuch, irgendwas, was da ist. Breite den Sand in der Sonne aus.
auf diesem Betttuch, lasse ihn trocknen und dann tue ich ihn in eine große Plastiktonne mit Deckel. Und dann habe ich immer schön trockenen Sand. Und das bereite ich mir im Sommer dann schon vor. Dann kann ich das ganze Jahr betonieren. So, durcheinander gemacht. Dann mache ich eine Kuhle wie beim Backen und kipp etwa eine halbe Dose Wasser hinein. Wasser erstmal sparsam benutzen. Also mache ich auf jeden Fall, weil jeder Sand zieht anders an und lieber mal Wasser nachgeben. So, dann wieder vermengen. Und dann merke ich, für einen Gießbeton, den wir heute machen, ist es zu dick. Und dann nochmal dazu etwa, dass wir jetzt auf eine Dose kommen. Wer ein bisschen länger braucht zum Verarbeiten, der sollte jetzt etwa ein Schnapsgläschen, kleines Schnapsgläschen voll, normales Haushaltsspülmittel hineingeben. Dann dickt der Beton wesentlich später an, wird fest und du kannst länger ihn verarbeiten, wenn du noch Vorbereitungen hast oder dir ein bisschen unsicher bist. Dann mach jetzt ein bisschen Spülmittel hinein. Das verändert die Oberfläche vom Wasser und wie gesagt, er dickt oder wird später fest. Schön, schön vermengen, ganz, ganz wichtig. So, das wäre jetzt ganz toller Beton zum Modellieren. Aber wir wollen noch ein bisschen flüssiger haben. Also mache ich jetzt dann mal ein klein wenig Wasser dazu. Wenn er mal zu dick geworden ist, wie gesagt, ein bisschen Wasser dazu, ist er zu dünn. Dann gebt noch mal eine halbe Dose Sand dazu. Und noch mal so ein Esslöffel Zement. Und dann ist das ideal. Und so ist er für meine Form jetzt okay, weil es soll auch nicht rauslaufen. So, und das ist mein tolles Rezept für Gießbeton, den man erweitern kann, auch dann zu Knetbeton. Aber das Knetbetonrezept habe ich schon vorgestellt und auch die Art, wie man es dann macht, einsetzt und. So, die Häschen zum Gestalten, ganz einfach. Wir brauchen, wenn es geht, Acrylfarben. Es gehen aber auch ganz toll die Abtönfarben und Fassadenfarben, die man für die Wohnung nimmt. Ich habe jetzt das kleinere Gebinde mit den Abtönfarben und alles in den Farben, die man gern haben möchte. Ich möchte es so gern wie möglich natürlich gestalten. Also habe ich ein Braun, ich habe ein Weiß, ein Schwarz, aber ich habe auch ein bisschen Gold, Samtgold. In Acrylfarben. Muss nicht sein, kann man machen. Dazu ein Deckelchen. Normal nehme ich eine Palette, hat aber nicht jeder. Einfach so ein Kunststoffdeckelchen genommen, noch ein Pinselchen. Wenn es geht, noch ein Holzschaschlikspieß. Geht aber auch ein Streichholz. Ein etwas längeres, aber ein rundes, kein eckiges. Dann Handschuhe sind immer ganz gut, weil wir nämlich wischen. Dazu brauchen wir vom Aufwaschschwamm ein Stückchen. Kann man immer wieder benutzen. Wir nehmen die weiche Seite und dann müssen wir es erstmal vorbereiten. Ich zeige jetzt erstmal helle Häschen und dazu mache ich einfach von der weißen Farbe, wie gesagt, auch gern Fassadenfarbe genommen, so ein Tupfen auf den Deckel. Braucht man gar nicht viel, aber die Fassadenfarbe, Abtönfarbe, Volltonfarbe habt ihr vielleicht noch zu Hause und die geht super auch für draußen. So, dann ein klein bisschen braun. Und das ist so die Grundart, wie ich meine Figuren grundsätzlich mache. So gestalte, nicht so einen Ton und fertig. Bisschen Gold. Auf die Seite. So, der Schwamm ist feucht. Machen wir nochmal die Häschen beim ersten Mal. Immer auf der Hand so am besten nochmal nass. So abwischen, man kann sie auch tauchen, wenn man will. So, und dann grundiere ich sie erstmal. Und zwar dann nehme ich die Weiß auf den nassen Schwamm und drauf. Und deswegen sieht man, deswegen ist es ganz gut mit dem Handschuh. So, stupfen, wischen, bis es komplett weiß ist als Grund.
Im Hintergrund, das sind die Nachbarskinder. Die haben gerade ihren wahnsinnigen Spaß. Ich bin draußen im Atelier, das ist offen. Gerade im Sommer, im Winter mache ich mir das dann zu. Also nicht irritieren lassen. Kinder sollen spielen, Kinder sollen schreien und ihren Spaß haben. Und im Moment spielen sie wahrscheinlich Rettungswagen oder Polizei. So. Häschen ist komplett weiß und wir arbeiten nass. Nur die Augen, die tupfen wir dann nachher drauf, wenn die trocken sind. So, jetzt nehme ich die andere Stelle vom Schwarm und nehme so ein ganz klein bisschen Gold dazu, braun, und wische das auch noch so ein bisschen. Und dann überlegt man sich, wie möchte man das Häschen haben. Die sind ja so multifarben, wie es einem am besten gefällt. So. Und dann sieht das wirklich sehr schön aus. Natürlich auch ein bisschen Gold kann man da noch hinsetzen und tupft das auch noch mal rein mit so einer Ecke. Und so reicht mir das schon für mein Häschen. So, dann kann man gleich das nächste gestalten. Auch ruhig jetzt wieder den Schwamm genommen. Man kann ihn zwischendurch auswaschen. Fließendes Wasser draußen am besten oder in einem alten Eimer. So, ich möchte hier aber alle so ein bisschen in Ton haben. Deswegen stört mich jetzt, dass auch das bisschen braune nicht was drin ist. Wie gesagt, ich grundiere mit Weiß. So, und das wird jetzt noch ein bisschen mehr braun. Ja, jetzt ist Tatütata. Es sind zwei Stück. Eine größere Schwester und ein kleiner Junge. Und die haben ihren Spaß immer. Und so soll es ja auch sein. Wir wohnen auf dem Dorf und da sollen die spielen so viel wie sie wollen. Und das darf auch nicht stören. Auch nicht mal so ein Video. So, und auch schon ist das nächste Häschen fertig. Kann natürlich auch ganz in Schwarz machen. Wenn man es in Schwarz grundiert, dann würde ich, also und dann so ein bisschen ins Gräuliche haben will, Anthrazit, dann wischt man Weiß hinein. Man kann natürlich auch so machen, man grundiert in seiner Lieblingsfarbe, auch wenn es mal schwarz ist, und tupft dann, wenn es getrocknet ist, richtig weiße Flecken, braune Flecken hinein, dann sieht es noch natürlicher aus. So wie man das liebt, so gestaltet man auf diese Art seine Hasen. Und das gleiche Prinzip ist dann auch für die großen Hasen. So, jetzt ist die Feuerwehr da, wie geäußert. So, und jetzt gestalte ich einfach weiter und dann zeige ich, wenn es fertig ist. So, ich habe jetzt so eine kleine Silikonform. Das ist ganz wichtig, Silikonformen müssen vor dem Einbetonieren einmal kurz in Wasser getaucht werden, damit es besser rausgeht. So, als Hilfsmittel zum Reinsetzen habe ich jetzt hier, da hatte ich schon mal eine ganz kleine Menge Beton eingemischt, so ein Schälchen. Und dann nehme ich meinen Beton, den ich angemischt habe, und fülle das ein. Stelle es hinein in die Form. Und jetzt kann ich das Überschüssige mit dem Finger abwischen. Mal ein bisschen klopfen, damit die Luftblasen rauskommen. Und so kann er prima trocknen. Würde ich jetzt dauernd das Förmchen aus Silikon wegräumen, hin und her, würde ich es bewegen, dann gibt es Haarrisse und dann bricht es auseinander. So nehme ich das im Schälchen und stelle es weg zum Trocknen. Mindestens 3 Tage. Was kann ich aus dem restlichen Beton machen? Ich habe so viele Formen drin, die du ganz toll machen kannst. Oder du mischst dir halt an, nimmst nur 3 Schnapsgläschen voll Sand, 1 Schnapsgläschen voll Zement, ein bisschen Wasser und dann machst du deine kleinsten Figuren. So, es hat jetzt wunderschön getrocknet. Ist ganz trocken, wenn man drüber hinfährt, hat man nicht an den Finger, außer ich habe dreckige Finger. Aber das kommt vor, wenn man arbeitet. So, und jetzt lösen wir das erstmal rundherum ganz, ganz vorsichtig. Wir wollen nichts abbrechen, soweit wie es geht. Wirklich Geduld haben und das ganz vorsichtig rausnehmen. So, und dann wollen wir hoffen, dass alles dran bleibt. Ganz langsam. So, da kommt es schon.
Da ist er, der wundersüße kleine Hase. Ist alles dran, ist alles toll. Und jetzt kann man den so lassen oder man kann ihn anmalen. Dazu stelle ich jetzt mal von den größeren Hasen, dann sieht man es besser, die Farbgestaltung noch ins Video mit ein. So, die Häschen sind jetzt fertig gestaltet. Und jetzt können wir noch die Augen machen. Ich nehme jetzt hier eine Schwarz auf eine trockene Ecke vom Deckel. So ein bisschen nur, Mini-Topfen. Und dann nehme ich ganz gern so einen Schaschlikspieß aus Holz. Der ist hinten rund. Den tunke ich rein in die Farbe. Und dann setze ich mir die Pupille drauf. Tupfe das so ein bisschen ins Häschen. Aufs Häschen. Dann habe ich ein wunderschönes Auge und kann dann zwei Tupfen nebeneinander setzen. Eins, zwei, so wie so ein Herzchen und habe dann auch gleich die Nase. Ich zeige es nochmal näher, dazu ziehe ich nochmal einen Handschuh an. So, das Häschen. Der Holzstab, dann setze ich da einmal ein Auge drauf. Und da auch. So, und dann kann ich mir da noch die Nase gestalten. Eins. Wie so ein Herzchen. Zwei. Und noch eins unten drunter. So. Ich hoffe, ich wäre jetzt nicht rausgerutscht. Aber wir haben ja genug hier sind die Texte nochmal. Ups, das war nicht gut. So, was nehmen wir denn? Die ist noch ein bisschen feucht, weil ich es gerne jetzt zeigen wollte. Also. Farbe drauf. Ein Tupfer. Zwei Tupfer. Sind die Äuglein drauf? So, und jetzt noch die Nase. Eins, zwei und eins unten drunter. Und sonst schon hat man das Näschen und das Häschen ist zum Leben erwacht. Und das mache ich jetzt bei allen. Und das gleiche geht auch beim großen Hasen. Auch passt der Dekohase oder viele andere Sachen auch ganz toll in diese sukkulenten Dekoschale, die auch ganz einfach zu machen ist. Und im Herbst ist so eine tolle große Eichel auch eine super Deko-Idee, die wird nur aus Küchenkrepp, Toilettenpapier oder Mullbinden gemacht. Und wie einfach das geht, findest du auch in meinem Kanal. Schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. In meinem Kreativkanal findest du viele, viele besondere Ideen, andere Ideen, günstige Ideen und auch viele im Upcycling, Shabby Chic, Beton, Stricken, Häkeln und. Für jeden Monat des Jahres etwas ganz Besonderes. Mir ist es ganz wichtig, dass es sehr günstig ist, dass es einfach erklärt wird und zu 95% und mehr sind die Ideen von mir selber entwickelt. Was mir auch wichtig ist. Und die restlichen Prozent sind oft Sachen, wo ich sage, das geht viel, viel günstiger, das geht besser, das geht einfacher, das geht vielleicht auch schneller.
und das geht oft in Upcycling. Und deshalb liebe ich meinen Kanal selber sehr, weil ich dieses umsetzen kann für Leute, auch gerade mit einem Kleinkind. So, und jetzt zeige ich dir meine neueste Idee.